Was bisher geschah? Encanto sagt was? Was? Oh, du hast ihn zum Sprechen gebracht. Und so geht's weiter. Ah, das zählt nicht. Ich hab's mitbekommen. Sehr schön. Ah, das finde ich gut. Habt ihr irgendwas Interessantes? Gesegnet seien die Hüter des Friedens, die Kämpfer für die Gerechtigkeit. Ah, schön. Ja, in Ordnung. So, überall nur Banditen. Verfasst im Namen von Sir Bryant, Templer und Verteidiger des Glaubens, wisset, dass allen, die Flüchtlinge berauben, die Qualen des Todes drohen. Der Erbauer verabscheut Banditen und ihresgleichen. Die Templer loben für die Gefangennahme oder Beseitigung der Banditenanführer in den Wäldern und auf den Straßen im Norden eine beträchtliche Belohnung aus. Doch Vorsicht, die Banditen sind zahlreich und kampferprobt. Nur schwer bewaffnete und gut ausgebildete Kampfgruppen sollten sich in den Wald wagen. Wir beten für den Erfolg derer, die diese Mission auf sich nehmen. Ja, okay, dann betet mal für mich. Nur eine Mission, echt? Oder muss ich da mehrmals ranklicken? Nee, okay, nur eine Mission. Ja, ich sehe gerade, dass das hier... Kann ich da überhaupt... Ja, da kann ich rein. Das ist die Kirche, wa? Das sieht so ein bisschen kirchenmäßig aus. Ich glaube, dann gehen wir da doch mal rein. Ja, ich glaube, dann gehen wir da doch mal rein. Ich würde eigentlich erst mir komplett die Stadt ansehen, aber dann müsste ich wahrscheinlich wieder von vorne nach hinten rennen. Habe ich hier eine Map? Ja, okay, hier scheint es weiter... Ja, komm, den gucken wir uns eben die Kirche an. Was soll's? Ist wahrscheinlich chronologisch auch so vorgesehen. Hey, sagst du noch was? Wenn ihr Zuflucht sucht, muss ich euch leider mitteilen, dass in der Kirche kein Platz mehr ist. Na, no, ich bin ja eher so auf der Durchreise. Dann werde ich gehen. Ihr habt geschlossen. Sehe ich für euch etwa wie ein Flüchtling aus? Na, nicht so aggressiv hier. Wir weisen niemanden ab, aber wir haben einfach keine Schlafplätze mehr. Ihr findet Priester im Inneren, falls ihr dem Erbauer huldigen möchtet. Möge er uns alle beschützen. Lebt wohl. Wer hat in dieser Kirche das Sagen? Wusstet ihr, dass es am Hochweg Banditen gab? Gibt es irgendwelche Neuigkeiten? Wer hat denn das Sagen? Ich glaube, diese komische Miriam und Bryant oder so? Die Kirche selbst wird von der ehrwürdigen Mutter geleitet. Und Sir Bryant ist der Anführer der hier stationierten Templer. Ja, okay, das ist, glaube ich, so ziemlich das, was ich gesagt habe. Wusstest du überhaupt, dass da Banditen waren am Hochweg? Gab? Habt ihr sie vertrieben? Sir Bryant wird darüber ausgesprochen erfreut sein. Das freut mich. Dass sie noch leben, muss ich ja nicht erwähnen. Gibt es irgendwelche Neuigkeiten? Nicht seit Terran Loghain mit seiner Armee hier vorbeigezogen ist. Was mit dem König geschehen ist, ist eine Tragödie, aber die anrückende dunkle Brut lässt kaum noch Raum für andere Gedanken. Ja, ist. Ich finde übrigens, die Kirche ist jetzt, keine Ahnung, sehr zwiespältig dargestellt. Zum Beispiel hier mit, sie lassen halt alle rein, die möchten, aber sie haben keine Schlafplätze mehr, deswegen müssen sie das den Leuten sagen und so, aber sie wirken erstmal sehr weltoffen und sehr, ne, eine Hand drüber haltend über die arme Bevölkerung, die ja jetzt eigentlich nirgendwo mehr hin kann. Das ist sehr positiv. Aber ich bin mir fast sicher, dass ich auch noch sehr, sehr viel Negatives erfahren werde. Von daher bin ich da leicht zurückhaltend mit meiner Meinung. Der Erbauer möge euch beschützen. Er ist aber sehr freundlich. Aber okay. Ich finde übrigens, dass die Ladescreens wieder erstaunlich lange dauern. Ich nehme alles zurück, das waren ja 3 Millisekunden oder so. Aber normalerweise finde ich die doch relativ lang in diesem Spiel. Das ist halt mein nicht High-End-PC von 1867 oder so. Hallo? Wohin kann ich noch gehen? Hier ist es auch nicht besser als dort, wo wir herkommen. Ach so. Na, dann geh doch zurück, wenn es da nicht besser ist. Flüchtling. Weiß ich, quatsch jetzt hier nicht wieder jeden Flüchtling an. Die können mich alle mal am Arsch lecken. Es gibt Berichte von umherstreifender dunkler Brut, aber keine Anzeichen der Haupthorde. Wir sind die einzige Hoffnung, die dieses Dorf noch hat. Und ich werde es nicht aufgeben. Das ist alles. Möge der Erbauer uns gnädig sein. Na gut, dass er das nochmal so festgehalten hat für alle. Seid ihr auch hier, um mit der ehrwürdigen Mutter zu sprechen? Mit wem? Wo ist sie? Nein, bin ich nicht. Wo ist sie denn? In ihrem Arbeitszimmer. Sie bereitet unser aller Flucht vor. Ich glaube nicht, dass zurzeit jemand bei ihr ist. Ich war hier, um ihren Segen zu erbitten. Jetzt, wo meine Familie und ich unseren Hof verlassen, um nach Norden zu fliehen, brauchen wir alle Gnade, die der Erbauer zu geben hat. Also, ich wünsche euch viel Glück. Ich muss mich auf den Weg machen. Mit etwas Glück bin ich bei Einbruch der Nacht wieder auf meinem Hof. Okay, war ja ein kurzes Gespräch. Ich habe das Gefühl, er wird nicht überleben, aber na gut. Ich finde den Gedanken so abstrakt, dass man wirklich daran glaubt, dass jemand, wenn er die Hand über dich hält und sagt, hier, gesegnet seist du und dein Weg und bla 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 bla, Amen, du dich wirklich sicherer fühlst. Also das ist für mich einfach so ein absolut abstrakter Gedanke, den ich in mir gar nicht vereinen kann. Deswegen will ich jetzt nicht schlecht reden an Religion oder so, aber das ist einfach etwas, was ich nicht nachvollziehen kann. Hallo, Sir Bryant. Ja, Herrin,
Darf ich fragen, wer ihr seid? Oh, ihr nennt mich Herrin. Ich bin Nemiko, ein grauer Wächter. Ihr könnt mich Nemiko nennen. Niemand von Bedeutung. Entschuldigt, ich wollte euch nicht stören. Ich bin Nemiko, ein grauer Wächter. Ich verstehe. Ich bin Sir Bryant, Kommandant der Templer Lotherings. Taryn Loghaine hat alle grauen Wächter zu Verrätern erklärt und sie für den Tod König Kaelens verantwortlich gemacht. Ich hoffe, ihr wisst das. Ups, das habe ich komplett verdrängt. ich hätte mich wahrscheinlich nicht so vorstellen sollen, so im Nachhinein. Die grauen Wächter haben nichts dergleichen getan. Er hat uns dafür verantwortlich gemacht. Ihr werdet niemanden von mir erzählen, ist das klar? Warum hat er uns eigentlich dafür verantwortlich gemacht? Weißt du das? Er hat außerdem ein Kopfgeld auf die Überlebenden ausgesetzt. Ich glaube nicht, dass die grauen Wächter so rücksichtslos oder hinterhältig sein könnten, wie der Taryn behauptet. Dennoch ist das der Stand der Dinge. Es wird wohl das Beste sein, wenn ihr euch nicht allzu lange hier aufhaltet. Nur für den Fall. Er scheint aber netter zu sein, sonst hätte er uns ja schon festnehmen können. Ich sollte gehen. Habt ihr das Sagen? Könnt ihr mir noch weitere Hilfe anbieten? Wegen dieser Banditen außerhalb des Dorfes. Habt ihr irgendwelche Neuigkeiten gehört? Erstmal die Banditen. Beim Atem des Erbauers. Wie oft müssen wir sie denn noch verjagen? Sie haben mich beraubt, ich verlange eine Entschädigung. Nö, ich lüge ihn nicht an. Einmal weniger, ich habe sie selbst vertrieben. Wirklich? Sind sie fort? Es ist wahr. Ich habe selbst gesehen, wie diese Bastarde in Richtung der Hügel gerannt sind. Das ist tatsächlich eine beeindruckende Leistung. Würdet ihr eine kleine Belohnung für eure Mühen akzeptieren? Natürlich, vielen Dank. Überreden, wenn die Bezahlung stimmt, könnte ich nach weiterem Ärger Ausschau halten. Das ist nicht nötig. Also so selbstlos bin ich jetzt nicht. Also wenn der Obolus so ein bisschen höher angelegt ist, dann spiele ich ja auch gerne Stadtpolizei. Ich wünschte wirklich, ich könnte mir derartige Hilfe leisten. Bitte nehmt eure Belohnung. Das ist alles, was ich euch anbieten kann. Falls es euch interessiert, die Anschlagtafel des Kantors ist voller Aufgaben, die erfüllt werden müssen. Für einige davon bietet er sogar eine Bezahlung an. Also, falls ihr sonst nichts mehr benötigt. Ich habe noch ganz viele Fragen. Zum Beispiel, es ist gerade früh am Morgen am Mittwoch. Das heißt, die erste Folge hier geht heute noch raus und ich bin noch ein wenig müde. Ich hätte gerne einige Informationen. Ja, wir fangen mal mit den Informationen an. Natürlich, solange es sich um etwas Wichtiges handelt. Du bist ein Busy Man. Ich habe zugesehen, wie beschäftigt du hier rumgestanden bist. Das tut mir leid. Habt ihr hier das Sagen? Die ehrwürdige Mutter führt diese Herde. Ich befehlige nur ihre Templer. Normalerweise ist es unsere Aufgabe, die Kirche zu beschützen und nicht genehmigte Magie aufzuspüren. Aber zurzeit können wir ausschließlich die Unschuldigen beschützen. Und was tut ihr, wenn ihr einen nicht genehmigten Magier findet? Wie kämpfen Templer gegen Magie? Das wissen wir eigentlich schon mit dem Lyrium oder so. Das hat uns doch Alistair erklärt. Richtig? Die haben denn irgendwelche besonderen Talente, was durch dieses Lyrium hervorgerufen ist, von dem sie auch abhängig werden? Gewollt oder ungewollt? Weiß man nicht. Wo kann ich die ehrwürdige Mutter finden? Seid ihr der einzige Schutz für dieses Dorf? Könnt ihr mir noch etwas anderes erzählen? Und was tut ihr, wenn ihr nicht einen nicht genehmigten Magier findet? Nehmen wir einfach mal an, ich wäre eine solche Magierin. Was würdet ihr mit mir anstellen? Ich habe im Moment keine Zeit, über derartige Dinge auch nur nachzudenken. Meine Sorge gilt dem Schutz dieser Leute. Die einzige Bedrohung, die ich für sie sehe, ist die dunkle Brut. Ja, finde ich jetzt eine vernünftige Antwort, ehrlich gesagt. Uns steht mehr zur Verfügung als nur Schwerter. Wir wurden auch gelehrt, unheilige Magie zu bannen. Wenn wir nur auch die dunkle Brut mit unseren Kräften aufhalten könnten. Aber leider ist es nicht so. Tja, würdet ihr mit dem Magier mehr zusammenarbeiten, wäre die Sache wahrscheinlich schon einfacher. Wo kann ich die ehrwürdige Mutter finden? In ihrem Arbeitszimmer, nehme ich an. Sie bereitet vermutlich alles vor, was sie mitnehmen wird, wenn wir doch evakuieren müssen. Seid ihr denn der einzige Schutz für dieses Dorf? Unser Ben wurde von Taryn Loghaine zu sich befohlen und hat seine Soldaten mit nach Norden genommen. Lothering wurde sich selbst überlassen. Ich finde das so krass, dass man einfach so eine ganze Stadt opfert, verstehst du? Weil die haben ja nichts an Schutz zurückgelassen und quasi nur noch die Templer sind da, um die Leute zu schützen. Das finde ich schon krass irgendwie. Ich meine, man muss wahrscheinlich sich auch in die Situation hineinversetzen, aber das kann ich nicht. Das geht einfach nicht. Natürlich, solange es sich um etwas Wichtiges handelt. Habt ihr irgendwelche Neuigkeiten gehört? Abgesehen davon, dass sich uns die Horde der dunklen Brut nähert, keine davon ist gut. Es heißt, Taryn Loghaine wolle sich selbst zum König erklären. So kommt eine Katastrophe zur anderen. Was meint ihr damit? Hatte König Kaelin keinen Erben? Die meisten Leute halten Taryn Loghaine für einen Helden. Ja, nee, irgendwie nicht so richtig. Was meint ihr damit? Taryn Loghaine hat keinen rechtmäßigen Anspruch auf den Thron.
Auch wenn er ein Held und seine Tochter die Königin ist, so bleibt er doch ein Bürgerlicher. Außerdem ist der König noch nicht einmal richtig kalt. Wenn Al-Emin die Möglichkeit gehabt hätte, einzugreifen, wäre es vielleicht... Es kümmert mich nicht, wer den Thron besteigt. Nur Narren streiten um ein Haus, während es um sie herum abbrennt. Ja, da hat er nicht Unrecht. Was stimmt nicht mit Al-Emin? Al-Emin ist erkrankt und alle seine Ritter sind auf der Suche nach der heiligen Urne mit der Asche Andrastes. Es heißt, sie heile alle Krankheiten. Er muss wirklich sehr krank sein, wenn ein Wunder das einzig mögliche Heilmittel ist. Einer der Ritter des Arls, Sir Dunnell, ist hier und jagt Hirngespinsten nach, während, wie auch immer. Fragt ihn selbst, wenn ihr euch für seine Torheiten interessiert. Habt nur ich das Gefühl oder hat sich das gerade so abgehakt angehört? Als ob er, weiß ich nicht, als ob da eigentlich noch eine Tonspur war, aber das wurde dann so rausgeschnitten. Ich war's nicht. Freunde, ich nicht. Ich hätte gern einige Informationen. Hatten wir ja schon, es sieht schlecht für das Dorf aus. Ja, das tut es. Da der Ben seine Männer mit in den Norden genommen hat, ist das Dorf seinem Schicksal überlassen. Wir werden so viele wie möglich evakuieren, bevor die Horde hier ist. Ich bleibe, solange ich gebraucht werde. Also, falls ihr sonst nichts mehr benötigt... Könnt ihr mir noch weitere Hilfe anbieten? Ich fürchte, ich kann euch nicht offen helfen, aber hier, nehmt diesen Schlüssel. Er öffnet den großen Schrank an der hinteren Wand. Wir haben hier mehr, als wir bei der Evakuierung mitnehmen können. Also, nehmt euch, was ihr braucht. Oh, der ist aber nett. Dann sollte ich wohl gehen. Ich wünsche euch eine sichere Reise. Möge der Erbauer über euch wachen. Überleg mal, wie nett der jetzt war, obwohl er weiß, dass wir gesucht werden offiziell. Und ich werde jetzt nicht mehr erwähnen, dass wir graue Wächter sind. Ich glaube, das ist gesünder für uns alle. Flüchtling Templer? Ihr da, junge Frau. Wie ist euer Name? Ihr kommt mir ziemlich seltsam vor. Da seid ihr nicht der Erste. Aber wendet euren Blick ab. Ich habe keine Lust, mich von euch anstarren zu lassen. Ihr solltet euch lieber daran gewöhnen. Ich behalte euch im Auge. Ich will hier keinen Ärger. Was? Wir haben da überhaupt nichts gemacht? Was soll denn das? Warum bist du so unfreundlich? Wahrscheinlich, weil sie hier irgendwann mal rumgegeistert ist und ich glaube, den Ausschnitt vergisst man nicht so leicht. Seid gegrüßt und willkommen in der Kirche. Ja, so willkommen habe ich mich von dir gerade gar nicht gefühlt, ehrlich gesagt. Aber na gut. Oh, Sir Donnell. Ich würde gern diesen Schrank finden, den ominösen. Aber na gut. Hallo, Herr Sir Donnell. Wer? Bitte verzeiht. Ich habe euch nicht kommen sehen. Sir Dunnell, seid ihr das? Alistair? Beim Erbauer. Wie geht es euch? Ich war mir sicher, ihr seid tot. Noch nicht. Und das ist nicht Taryn Loghains Verdienst. Wenn Al-Emin wohlauf wäre, würde er Loghain umgehend in die Schranken weisen. Ihr seid also hier, um nach der Urne der heiligen Asche zu suchen? Ja, das bin ich. Es heißt, Andrastes Asche würde jede Krankheit heilen. Aber ich fürchte, wir jagen einer Legende nach. Mit jedem Tag schwindet meine Hoffnung ein bisschen mehr. Okay, eins nach dem anderen. Solltet ihr nicht vor der dunklen Brut fliehen? Meine Mission hat Vorrang. Aber trotz aller Bemühungen fürchte ich, dass ich mit leeren Händen nach Redcliffe zurückkehren werde. Eigentlich hatte ich gehofft, ich könnte Al-Emin treffen. Warum, wenn ich fragen darf? Oh, wir brauchen deine Hilfe gegen Taryn Loghain. Ich möchte lieber nicht darüber sprechen. Ja, sollte ich darüber jetzt mit wildfremden Leuten sprechen? Ich glaube eher nicht, oder? Aber ich meine, sie kennen sich. Und er ist ja... Aber trotzdem, ich weiß nicht. Okay, kurz mal logisch. Ich meine, er ist auf der Suche nach Andrastes Asche? Asche der Andraste oder irgendwie so? Um Al-Emin zu heilen. Dafür riskiert er auch hier in Lovering zu bleiben. Und setzt quasi sein Leben aufs Spiel. Das ist ja schon ein Grad der Loyalität zu Al-Emin, wo ich denke, ach, mit ihm können wir darüber reden, oder? Ich probiere es einfach. Ich verstehe. Der Arl ist zwar ein beliebter Mann, aber Taryn Loghain ist in ganz Ferelden ein Volksheld. Was auch immer der Taryn getan oder gelassen hat, ändert nichts am Zustand des Arl. Ach, ihm gilt meine größte Sorge. Ist es denn überhaupt sinnvoll, nach Redcliffe zu gehen? Glaubt ihr, Loghain hat etwas mit der Krankheit des Aals zu tun? Ja, das ist jetzt ein bisschen aus der Luft gegriffen. Habt ihr einen Rat für mich? Nee, lohnt es sich überhaupt, nach Redcliffe zu gehen? Er könnte bereits tot sein. Aber vielleicht hat sich sein Zustand in den Wochen, die ich schon fort bin, auch gebessert. Wir sollten selbst nachsehen, was in Redcliffe vor sich geht. Davon bin ich jetzt mehr denn je überzeugt. Ich bin auf jeden Fall überzeugt, dass ihr auf Schloss Redcliffe willkommen seid. Die Alessa ist dort und sie kann euch vermutlich mehr sagen als ich. Oh ja, wir wissen ja, dass die Alessa total gerne Alistair mag. Das haben wir ja schon rausgehört. Euch hat also die Suche nach der Asche hierher geführt? Ich hatte gehofft, in der Bibliothek der Kirche etwas zu finden. Aber ich eigne mich einfach besser für den Kampf als für die Jagd nach Legenden.
Ja, es gibt halt Theoretiker und dann gibt's Praktiker, ne? Erzählt mir mehr über diese Urne der heiligen Asche. Die Urne enthält angeblich die Asche der Prophetin Andraste. Ich nehme an, das wisst ihr bereits alles? Ich habe keine Ahnung, nicht wirklich. Ich würde gerne hören, was ihr darüber zu erzählen habt. Wenn es euch wirklich interessiert, findet ihr hier Bücher, die enormes Wissen enthalten. Nichts von dem, was ich gefunden habe, lässt mich glauben, dass diese Suche mehr ist als eine verzweifelte Hoffnung. Sobald Sir Henrik eintrifft, werde ich nach Redcliffe zurückkehren und der Alessa genau das sagen. Jetzt hat er uns aber nicht wirklich irgendwas über die Asche erzählt. Ja, lies doch selber nach, ja, du blöder Palala. Wer ist Sir Henrik? Ach so, euer Freund Sir Henrik ist tot. Ich habe hier etwas, das ihm gehörte. Oh. Mhm. Ja, schlechte Neuigkeiten. Was? Und ihr habt sein Medaillon? Und eine Notiz? Beim Erbauer. Danke, dass ihr mir diese Dinge gebracht habt. Ansonsten hätte ich es nie erfahren. Oh, hättet ihr vielleicht eine Belohnung anzubieten? Das ist ein bisschen unpassend. Es tut mir leid um euren Freund. Ich habe die Banditen vertrieben, die ihn auf dem Gewissen haben. Erstmal aufrichtiges Beileid. Vielen Dank. Ich frage mich, wie viele von uns auf dieser wahnsinnigen Suche ein ähnliches Schicksal ereilt hat. Ich gehe da mal. Jetzt, wo Henrik tot ist, muss ich nach Redcliffe zurückkehren. Vielleicht werde ich später den Skolaren aufsuchen, den er in seiner Notiz erwähnt. Aber jetzt muss ich gehen. Lasst mich euch erneut danken, Herren. Ihr wart mir eine große Hilfe. Ja, und du mir irgendwie so gar nicht. Arsch. So, Kodex aktualisiert. Die heilige Asche von Andraste. Nur ein Mann wurde Zeuge von Maferats Verrat. Ach so, das ist das komplette Ding. Das will ich jetzt gar nicht so vorlesen. Das ist nur die Geschichte zu Andrastes Asche. Ja, das, Eine Anschlagtafel. Übrigens ist das hier wahrscheinlich schon seit 10 Jahren. Ich hab's einfach nicht gesehen. Quest absolviert. Ein getöteter Templer. An sich genommen. Wie, aber das ist noch nicht abgeschlossen? Absolvierte Quest, never mind. Wo komme ich auf A? Da sind die aktuellen. Okay. Gut. Das kann ich mir nicht durchlesen, wo er gerade da stand. Und als der Erbauer sprach, breitete sich der Gesang des Lichts in der Dunkelheit aus. Das Wort vertrieb Furcht und Unwissenheit. Mögen diejenigen, die Narren, in den Schatten weinen, Trost sie um Hilfe zu einer mögen Prophetin, die sie verbrannt die haben, suchen, und einem Gott, Befreiung der ihnen nicht finden. Einmal, mögen sondern sogar zweimal den Rücken gesündigt gekehrt haben, hat, Vergebung finden. Und wenn sich der Gesang in allen 4 Ecken der Welt erhebt, dann möge er endlich bis zu den Ohren des Erbauers aufsteigen. Lasst ihn unseren unerschütterlichen Glauben hören. Lasst ihn unsere ehrliche Hingabe und unendliche Verehrung hören. Und möge der Erbauer dann zu uns zurückkehren. Und möge der Erbauer dann in die schwarze Stadt im Himmel genau zurückkehren. Genau so wird es geschehen. Und so weiter und so fort. Aber hier, Erbauer da. Möge der Gesang des Lichts sie dann reinigen. Möge die Menschheit. Ich will dem nicht zuhören. Das ist mir zu viel. Es ist ja, als würde ich eine Bibel zuhören. Guck mal, ich habe das mit Tab übrigens gefunden. Bücherregal. Reizend. Kodex-Eintrag. Ja, ja, ganz viel Erbauer-Quatsch. Die Anteile des schwarzen Fuchses. Ich weiß gar nicht, ob ich dadurch auch mal Quests erhalten könnte, deswegen klicke ich einfach generell alles an. Beweg deinen fetten Arsch, Alistair, holy shit. Bronze-Symbol of Andraste. Liliana. Geschenke können einem Händler... Ach so. Ach, da wird mir angezeigt, wem das gehört. Ja gut, das ist auch irgendwie gecheatet. Aber ehrlich gesagt, habe ich das in meiner Liste gar nicht gefunden. Irgendwas von wegen Beschreibung der Geschenke. Ich glaube, normalerweise steht es mich nicht da, wem was gehört. Das wurde mir, glaube ich, auch schon mal gesagt. Warte mal kurz, ich will hier mich kurz hier... Truhe... Nein, die Truhe kann ich nicht öffnen. Das ist ein bisschen gemein jetzt. Das ist doch ein bisschen frech. Oh, kann ja mal die Fresse da hinten halten. Ehrlich? Ehrlich jetzt? Kaiserliche Kirche. Hallo, Miss Ehrwürdige Mutter. Werdet ihr der Kirche etwas spenden, meine Liebe? Ihr seht aus, als hättet ihr mehr von Wert retten können, als die meisten, die es hierher schaffen. Nee, du, also so viel Geld habe ich jetzt auch nicht. Ich habe nichts zu geben. Wer seid ihr? Was für eine Spende wäre angemessen? Ihr wollt eine Spende für die Kirche? Macht ihr Witze? Wer seid ihr denn? Ich weiß, wer sie ist, aber wir wollen einfach mal eine Frage mit einer Gegenfrage beantworten. Ich bin die ehrwürdige Mutter dieser Kirche. Es ist üblich, dass die, die meinen Segen erbitten, vorher eine Spende leisten. Ehrlich gesagt will ich gar keinen Segen. Was für eine Spende wäre denn angemessen? Dürfte ich 30 Silberlinge vorschlagen? Es tut mir leid, ich habe nur 10. Oh, gelogen. Gut, hier sind 30 Silberlinge. Ich kann euch 5 Sovereigns geben. 5 Sovereigns! 5 Sovereigns sind Goldmünzen, wa? Kannst du vergessen, Alter. Okay, einfach damit wir mal mitspielen. Vielleicht hat sie ja noch was anderes zu erzählen.
Ich danke euch, meine Tochter. Was kann ich also für euch tun? Sie redet echt nur mit uns, wenn wir... Ich bin ein grauer Wächter, ich brauche eure Hilfe. Willst du mich jetzt verarschen? Ja, und schon hat sich meine Meinung über die Kirche so ein bisschen gedämpft. Ich hatte gehofft, ihr könntet mich segnen. Nö, nicht wirklich. Ich bin ein grauer Wächter, ich brauche eure Hilfe. Ein grauer Wächter? Hier? Oh nein. Ihr bringt mich in eine schwierige Lage. Ihr müsst wissen, dass Taryn Loghain die grauen Wächter zu Geächteten erklärt hat. Ja, aber du bist eine ehrwürdige Mutter, der ich gerade 30 Silber gespendet habe. Du wirst mich dann jetzt nicht gleich verraten, oder? Ich habe davon gehört, es war Loghain, der den König verraten hat. Was kümmern mich Loghains Lügen? Ich glaube nicht, dass uns... Aber ich will ihn auch nicht... Es ist beides Kacke. Taryn Loghain? Das kann ich ebenso wenig glauben wie seine Ächtung der grauen Wächter. Auf euren Kopf ist eine Belohnung ausgesetzt. Haltet euch bedeckt, dann verspreche ich euch, dass ich eure Anwesenheit hier geheim halten werde. Mehr kann ich nicht tun. Also, wenn sonst nichts mehr ist? Das ist jetzt ein Scherz. Könnt ihr den grauen Wächtern überhaupt irgendeine Art von Hilfe anbieten? Ich kann euch nicht helfen, ohne die Sicherheit dieses Dorfes und dieser Kirche zu riskieren. Alles, was ich tun kann, ist, eure Anwesenheit hier geheim zu halten. Es tut mir leid. Also, wenn sonst nichts mehr ist? Are you fucking shitting me? Jetzt habe ich hier 30 Silberlinge bezahlt, um mir selber zu erzählen, dass wir graue Wächter sind. Daraufhin sagt sie, dass sie das geheim halten möchte. Hätte ich ihr nie 30 Silberlinge gezahlt, hätte dieses Gespräch nicht stattgefunden und sie hätte auch nichts geheim halten müssen und ich hätte dafür nicht bezahlen müssen. Dann segne mich wenigstens. Einen grauen Wächter? Ja. Ihr habt einen schweren Weg vor euch, nicht wahr? In Andrastes Namen bitte ich den Erbauer über sein Kind, seine Schöpfung zu wachen. Behüte sie auf ihrem Weg, o Erbauer. Sei ihr ein Licht in der Dunkelheit. So soll es geschehen. Also, wenn sonst nichts mehr ist? Nee, mit dir habe ich irgendwie gar keine Lust mehr zu reden. Möge der Erbauer über euch wachen, grauer Wächter. Ich weiß nicht warum, aber hier ist gerade Antisympathie aufgekommen. Zumindest von meiner Seite aus.